Ja, hallo, hier bin ich schon wieder, euer Peter. Ganz kurz möchte ich euch in diesem Mini-Tutorial einmal sagen, falls ihr einmal das Problem habt, dass ihr mit Kubuntu 17.10 Lightworks, die Video-Editing-Software, nicht installieren könnt, dann ist das Problem dank meiner Hilfe von der Computerfirma Tuxedo, wo ich mich also an den Support gewendet habe, relativ schnell behoben worden. Dafür also schon mal vielen, vielen Dank für diese Hilfe. Und zwar müsst ihr eigentlich ganz einfach Folgendes machen. Ihr geht auf die Seite von Lightworks, von dieser wirklich professionellen Video-Editing-Software, und geht hier einmal auf Download, Lightworks for Windows. Linux, Entschuldigung. Und dann habe ich immer probiert, das hier an erster Stelle logischerweise zu installierende 14.0.0 zu installieren. Aber was jetzt funktioniert hat, dank der Hilfe von Tuxedo, war, dass ihr also die Beta-Version runterladet, indem ihr hier Download klickt und kommt dann hier auf diese Seite. Und dann müsste bei euch der Download starten und ihr installiert dann ganz normal das Programm. Ich hatte das hier gemacht mit meinem AppGrid-Programm und es hat in der Tat ohne Probleme funktioniert. Wenn ihr einmal schaut, ich gehe jetzt hier in meine Menü. So, und wahrscheinlich klappt es jetzt wieder nicht. Nein, aber Quatsch. So, ihr seht hier, ich kann dann das Programm öffnen und hier mich reinarbeiten. Und da möchte ich auch demnächst ein paar Tutorials folgen lassen, wie diese wunderbar komplizierte und professionelle Lightworks Video Editing Oberfläche zu benutzen ist. Gut, soweit so gut. Vielen Dank dafür und viel Spaß weiterhin beim Lernen mit Linux oder beim Schneiden von Videos. Alles gut, bis bald, tschüss.